Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Da das letzte Video zu den alten Kobi-Sets so krass gut bei euch ankam und euch sowas wohl scheinbar interessiert, gibt es nur nach 8 Monaten einen zweiten Teil. Allerdings werde ich heute auf die zivilen Sets eingehen. Die meisten Sets von heute stammen aus den Jahren 2014 bis 2016. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr die zivilen oder die Militärsets bevorzugt. Eventuell mache ich noch mein Video dazu. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Anfang tue ich heute mit der 1665, dem Big Tipper aus der Action Town bzw. der Construction Serie. Das Set enthielt 300 Teile sowie 3 Minifiguren. Mir gefallen die Baufahrzeuge von Kobi eigentlich alle ziemlich gut, den Big Tipper finde ich aber aufgrund der gebauten Ladefläche mit am besten. Auch interessant finde ich die Figur auf der linken Seite. Eine ähnliche Figur habe ich auch in einem der Polizeisets gesehen. Sehr cool und einzigartig. Natürlich hat das Set eine Kippfunktion sowie Steine zum Beladen. Das zweite Set ist die 1667 mit der Dump Truck und Excavator, welches ebenfalls in der Construction-Reihe erschienen ist. Das Set enthielt 400 Teile und 4 Minifiguren. Cool an dem Set finde ich, dass es zwei Fahrzeuge enthält, mit welchen man auch was anfangen kann. Das Design vom Bagger könnte zwar besser sein, allerdings gefällt mir der Truck richtig gut. Ich mag die Mischung aus Orange und Blau. Auch hier kann man die Ladefläche vom Truck kippen sowie die Türen öffnen, also so wie es sein soll. Der Bagger ist auch voll beweglich. Als nächstes Set habe ich die 1766, das Hospital mit 360 Teilen und auch wieder 4 Minifiguren. Das Set erschien im Jahr 2016 in der Emergency Rescue Team Serie. Das Krankenhaus hat einige nette Details, wie der Rollstuhl oder der Blumentopf. Auch ist es mit weniger Teilen mehr als Krankenhaus erkennbar als das Trauerspiel von Lego. Dennoch ist dieses Set nicht perfekt, denn auch hier ist vieles nicht gefliest und der Boden im Erdgeschoss ist einfach mal grün. Dafür bekommt man Glow-in-the-Dark-Steine und ein sinnvoll aufgebautes Krankenhaus mit guten 7 Noppen Spieltiefe. Als nächstes habe ich die 1862, die Farm Watermill mit 150 Teilen, einer Minifigur und einem Pferd. Das Set hat vieles, was mir gefällt, sei es die kleine Wassermühle an der Seite des Hauses, die Kutsche mit dem bedruckten Mehlsack oder das kleine Dach über dem Fenster. Einfach ein nettes kleines Set für zwischendurch, welches keine vielen Dinge braucht, um gut zu sein. Ob im Haus noch Details zu finden sind, kann ich leider nicht sagen, ich gehe aber davon aus. Kommen wir zur 1564, dem gepanzerten Polizeifahrzeug aus der Police-Serie mit 250 Teilen und 3 Minifiguren. Ein Polizeiauto, welches auch wirklich gepanzert aussieht und gut bewacht ist. Allerdings wäre hier noch ein Druck mit Metallplatten auf der Scheibe cool gewesen. Mir gefällt sehr die Form des Fahrzeuges sowie die Rigged Build Fahrertür. Man kann sogar die Motorhaube öffnen und den Motor betrachten. Für meinen Geschmack sind aber etwas zu viele Noppen auf dem Dach zu sehen. Beim nächsten Set bin ich ziemlich zwiegespalten. Es handelt sich hier um die 1566, den Banküberfall aus der Polizeiserie mit 350 Teilen und 4 Minifiguren. Ein Banküberfall kann ein spannendes Spielset sein und coole Funktionen beinhalten, jedoch ist hier wenig davon zu finden. Es gibt immerhin zwei Polizisten mit Fahrzeugen, aber nur einen Dieb. Das Fluchtfahrzeug ist eher schlicht gehalten, hat dafür eine coole Farbe. Die Bank jedoch ist ziemlich enttäuschend, die Front ist noch das Beste daran. Schaut man sich aber mal die Rückseite an, könnte man denken, man hätte ein Lego-Set vor sich. Keine Noppe, um eine Figur zu platzieren, nur einen Schreibtisch und einen Tresor gibt es hier. Immerhin ist die Figur vom Dieb, das Dynamit sowie der Geldsack schön gestaltet worden. Hier wären 100 Teile mehr wohl angebracht gewesen. Kommen wir zur 22250, der Safari mit 250 Teilen, 2 Minifiguren und 2 Löwen. Das Set erschien im Jahr 2012 in der Wild Story Serie und ist damit das älteste Set heute. Ein kleines Set mit tollen Löwen und netten Minifiguren. Das Auto gefällt mir sehr gut mit seinen ganzen Details.
Auch nett finde ich die kleine Felsformation mit den Pflanzen. Etwas schade finde ich allerdings, dass das Auto keine Frontscheibe hat. Als nächstes habe ich mir die 1456, den Fire Brigade Truck mit 300 Teilen und 3 Minifiguren ausgesucht. Ein simples, aber gutes Set, welches ein Leiterwagen der Feuerwehr darstellt. Dieses Set hat alles, was ein Feuerwehrauto braucht und sieht dazu noch gut aus. Besonders gefallen tut mir die Front vom Fahrzeug. Das Heck ist leider sehr simpel gehalten und man kann dort kaum Details finden. Dennoch erfüllt es seinen Zweck eines Spielsets. Auch dieses Fahrzeug hat Türen, allerdings fehlt hinten eine Wand, wird also luftig während der Fahrt. So, kommen wir zum letzten Set für heute, der 1870, der Ranch mit 420 Teilen. Das Set ist mit 2 Minifiguren und 4 Tieren im Jahr 2016 erschienen. Man findet hier einen coolen Pickup-Truck, eine wirklich kleine Weide oder Gehege, eine Windmühle und das Wohnhaus. Die Tiere sind alle cool, wobei mir hier die Kuh am besten gefällt. Es gibt einige tolle bedruckte Teile und ich mag die farbliche Gestaltung vom ganzen Set. Das Weiß und Braun des Hauses gefällt mir sehr gut. Man kann viele Dinge bewegen, wie die Windmühle, die Motorhaube vom Auto oder das Gatter vom Gehege. So, das waren alle Sets, welche ich mir für den zweiten Teil rausgesucht habe. Wenn ihr einen dritten Teil wollt, zeigt mir das bitte mit einer Bewertung und schreibt eure Meinung zu den Sets in die Kommentare. Auch würde mich sehr interessieren, wozu ihr mehr wissen möchtet. Wollt ihr alte Militärsets sehen oder doch eher die zivilen Action-Town-Sets? Beide Seiten bieten auch viel Interessantes. Es liegt an euch.